Willkommen zurück zu einer neuen Folge Saw the Game. So, in der letzten Folge haben wir ja extrem viele Informationen bekommen, haben ja ein paar Leichen gefunden und ein kleines, wirklich kleines, einfaches Rätsel gelöst. Jetzt sollen wir uns einen Weg in die Kapelle bahnen. Das Wort bahnen hatten wir schon mal. Wir werden sehen, was passiert, aber erstmal geht's mal nach oben. Da steht es schon. Kapelle. Kapelle nach links. Rechts geht's auch nicht weiter. Auch keine Zusatztür, gar nichts. So, könnte das nach Aufgabe aussehen? Da liegt schon mal einer. War das die Tür hinter uns? Ja. Die Automatiktür ist einfach zugegangen. Okay, jede Menge Fernseher, aber ich sehe keine Bombe und kein Timer. Also eine Aufgabe dürfte es nicht sein. Dass er auch rechtzeitig hier ist. Wir haben keinen Timer, also haben wir keinen Zeitdruck. Der hat hier auch jede Menge Zeit. Der Kollege, der hier rumliegt. Okay, gibt es hier noch irgendetwas für uns? Wir können die Leiche nicht looten, in den Ecken ist auch nichts für uns. Okay, gehen wir in die Kapelle. Betreten Sie die Kapelle und retten Sie Melissa Singh. Ist hier irgendwo ein Timer zu sehen? Da hinten leuchtet was rot. Könnte das ein Timer sein? Scheint aber noch nicht aktiv zu sein. Nee, ist ein Exit-Schild. Hier gibt's nichts für uns. Oh, okay. Ist das Melissa Singh? Retten Sie Melissa Singh. Ja, da muss sie erst da sein. Steht da aber noch ziemlich entspannt. Gucken wir uns das mal ein wenig an. Das scheint so eine... Scheint hochklappen zu können. Ja, sind so... Kreissägen oder sowas drauf. Sie steht in der Mitte. Das heißt... Okay, nach dem sechsten Fehler wird sie auf jeden Fall... Ja... eine ziemlich harte Rasur kriegen. Aber haben wir Zeitdruck? Ist kein Timer zu sehen. Und sie sollte uns besser vergeben, denn... ihr Leben
liegt in unserer Hand. Okay, Magneträtsel. Das sieht genauso aus in Größe, aber wir können es noch nicht aktivieren. Das heißt, wir müssen wohl mit dem anfangen. Und wenn ich das richtig sehe, gibt es wohl 3 Stück. Okay. Wir können das bewegen. Strikes. Ich denke mal, mit Strikes sind die X'e gemeint. Hoffe ich. Wir müssen das jetzt irgendwie auf den Kringel unten bewegen, wenn ich das richtig kapiere. Kommen wir da überhaupt ohne einen Strike durch? Nee, ganz ohne Strike kommen wir da gar nicht durch. Wir müssten ja jetzt nach unten. Also ein Strike kriegt sie so oder so. Wir kommen gar nicht dran vorbei. Die Frage ist natürlich, zählen die 6 für ein Rätsel oder für alle? Wir gehen nach unten. So, ein Strike haben wir. Okay. Also die X'e sollten wir nicht berühren. Wenn wir jetzt nach rechts gehen, nach unten. Okay, haben wir. Das war easy. Zeigt aber wieder alle in Rot an. Der eine war eben grün in der Sequenz. Also haben wir schon bei für jeden gleich viele Fehler. Okay. Mal überlegen, wie wir da hinkommen. Wer ist nach unten? Unten, links, oben? Nee. Ha. Moment. Hoch. Rechts. Runter, links, hoch. Er macht nochmal nur einen. Das heißt, wir haben wirklich 6 Strikes für jeden. Für der zweite. Ja, jetzt hoch. Ja, Melissa, bleib doch mal ganz entspannt. Du hast doch nichts weiter zu tun, als hier gefesselt zwischen 2 Sushi-Maschinen zu stehen. Also, bleib locker, wir machen das schon. Vielleicht, wenn ich das so sehe, ist es ein ganz großes Vielleicht. Der ist nicht leicht. So, mal überlegen. Wenn wir nach rechts gehen, nach unten, nach links, hoch. Nein, das geht nicht. Wir müssen ja rechts bei diesen 3 Dingern ankommen und dann rüber. Wir müssen auf jeden Fall nach unten, glaube ich. Wenn wir nach rechts gehen, bringt es ja nichts. Rechts, runter, links, hoch. Oder, Moment mal, nach rechts, nach unten, nach links. Hä? Nach rechts, nach unten, nach links, nach oben. Nach rechts, ja, alles klar, doch nach rechts. Wir müssen runter. Dahin. Stress mich nicht, Melissa, bleib ganz ruhig. Jetzt hoch. Dahin. Ein runter. Und wir müssen drauf kommen. Da fand ich das mit dem Todespendel schwerer. Melissa, I... Don't you touch me. Get away. This is all your fault. All because of you. Why won't you just leave me alone? Just take it easy, okay? I wish you were. I wish you hadn't saved me from that thing. I wish I were dead too. Anything would be better than this. I can't feel you think anything I didn't try. Anymore. You think it doesn't eat at me every day? I can't change what happened. If
If I could have taken his place, I would have. I wish I was the one in the ground, not him. Sie hat ernsthaft gesagt, wir hätten sie nicht befreien sollen. Ja. Warum tun wir es dann? Allerdings bringt mich das auf eine Idee, Melissa. Und zwar, wenn Saw als normales Projekt abgeschlossen ist, werde ich eine Spezialfolge machen, wo ich jeden einmal hinrichten werde. Jede Falle wird einmal ausgelöst. Ja, bleib locker, Melissa. Du hast mich gerade voll unterbrochen. Fliehen Sie mit Melissa und finden Sie Jigsaws nächsten Hinweis. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie gleich wieder verschwindet wie damals Amanda. Die ist hier auch nicht lange bei uns geblieben. Okay, die Sue, ich dachte eben, da liegt einer. Ich muss eben zwar mal gucken, dass das nur eine Schaufensterfigur ist. Wer randaliert denn da oben so komisch rum? Ist denke ich irgendwo eine Falle? Ich bin gerade die Treppen so hoch gestratzt, ohne darauf zu achten. Offenbar hatten wir Glück. Was ist denn das? Ein halbes Hirn. So, was haben wir hier? Pinienstation. I'm sorry, David. You deserve this. He said if I made it this far, I could choose to leave. I'm leaving. And I am. I'm not sorry. Goodbye. Ich hab's eben noch gesagt, die bleibt bestimmt nicht lange bei uns, wie es bei Amanda auch schon der Fall war. Woher weiß der eigentlich immer, wo wir sind? Ja gut, es sind überall Kameras, dann ist es ja auch kein Wunder. Hätte ich mich gar nicht fragen brauchen. Okay, da hinten war eine Tür, aber wir können offenbar nur hier rein zurzeit. Was knarrt denn da die ganze Zeit? Und dunkel ist da schon wieder. Ich sehe mal wieder absolut gar nichts. Was ist das? Gasfallenpläne. In der letzten Folge konnten wir ja eine Betäubungsfalle bauen. Müssen wir nur noch herausbekommen, wie die funktionieren. Und wie man die einsetzt. Habe ich da gerade jemanden gehört? Klang im ersten Moment so. Okay, das ist ein Waffenkasten und eine Barrikade. Und extreme Dunkelheit. Können wir nicht mal so hier ein bisschen die Scheiben zerstören? Stahlfaust-Tipp, komm schon. Lass mal ein bisschen Licht rein hier. Geht nicht. Schade. Waffenkasten brauchen wir weiterhin nicht. Die Dinger sind einfach nutzlos. Bis auf die Kanone, die war echt nice. Okay. Ah, ich hab doch einen gehört. Ah, hier sind wir rausgekommen. Wir sind jetzt einfach nur auf der anderen Seite. You are a broken man, Detective. Scattered into pieces. So is the man trapped at the end of this ward. A man who destroyed your reputation piece by piece. Will you help him? To do so, there are pieces to a puzzle that you must find. Assembling these pieces will bring you one step closer to solving the puzzle of catching me. It is a dangerous game, Detective. But the best games always are. Es ist ein gefährliches Spiel, aber die besten sind immer gefährlich. So, mehrere Puzzlestücken sollen wir finden, oder Puzzleteile. Hat er ja noch was für uns? Ein Nagel, immerhin. Immerhin ein bisschen Loot. Und der Klassiker, wie schön. Was ist denn da unten drin?
Zahnrad brauchen wir gar nicht. Oder brauchen wir schon, hä? Sonst hieß es immer Zahnrad komplett, aber den hier brauchten wir irgendwie nicht. Oder ist es ein anderes? Ist es vielleicht nur eins der Teile, die... die Jigsaw eben erwähnt hatte? Was zum Zusammenbauen? Kannst du mir eigentlich nicht vorstellen, es hieß ja Puzzleteil. So. Tischlampe. Wir können die Tischlampe hier durchnehmen. Wir haben auch schon festgestellt, Tischlampe ist eine Waffe. Ich wundere mich immer noch, dass die Türen so von alleine zugehen. Hier ist schon mal gar nichts und hier ist es ziemlich eingestürzt. Kommen wir denn überhaupt irgendwie durch? Oh, wir könnten da durch. Erstmal schauen wir, was hier noch ist. Taschenlampe, die haben wir schon. Oh, ein Tonband. Stolperdraht komplett. Farbverdünner und Sicherung. Das einzige Sinnvolle. Den machen wir auf. Auch wenn wir ihn nicht brauchen. Vielleicht werden wir ihn noch brauchen. Das weiß man ja hier nie. Ja, haben wir komplett. Man weiß ja nie, was hier passiert. Ob wir noch bei den Scherben laufen oder ähnlichem. So. Was hat Jiggle die Jigsaw auf dem Tonband für uns? Melissa, should you survive the test I have placed before Detective Tapp, I offer you a choice. Stay with him, forgive him, and you both can help each other survive. Leave him, and you will never see him again. I leave that to you. Sie ist nicht bei uns geblieben, das heißt, sie wird uns offenbar nie wiedersehen. Aber warum? Das heißt, wird sie einfach sterben? Oder etwa wir? So springen können wir nicht. Das heißt, wir können nur hier lang. Habe ich einen Gegner gehört? Mittlerweile ist die Soundkulisse so, dass ich immer wieder das Gefühl habe, hier ist ein Gegner. Aber ich sehe keinen. Aber wir haben die Möglichkeit, jetzt die Treppe hoch oder hier unten. Ah, Schrankbärmann ist wieder da. Schrankbärmann, so habe ich ihn auch noch nicht genannt. Also wir können nach oben oder hier lang, aber wo müssen wir lang? Ist verriegelt von der anderen Seite. Die auch. Da ist jetzt aber richtig die Wand. Die konnte man durchs Loch eben erkennen. Oh, 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 Moment. Hab ich da eben nicht ein Räuspern gehört? Hier ist doch so ein Dings hier, oder nicht? Ah, ich komme da nicht richtig ran. Jetzt komme ich ran. Wie, come back? Ey, du siehst mich ja da hinten gar nicht. Oh, jetzt doch! Jetzt hat er uns gesehen, aber Stahlbau-Step ist einfach viel zu schnell. Hat nicht mal was dabei, der Kollege. Stahlbau-Step ist einfach zu schnell. Sein rechter Haken ist unaufhaltsam. So, machen wir auf den Hobel hier. Was haben wir hier noch? Farbverdünner und irgendwas anderes, was ich eben auf die Schnelle gar nicht lesen konnte. Auf jeden Fall war beides komplett. So, wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier noch so? Jetzt haben wir die anderen beiden Türen offen. Wir hatten ja auch die zerbrechliche Wand. Sagen wir, prügeln wir erstmal so ein bisschen das Gebäude kaputt. Gucken mal, was hier noch ist. Hä? Oh fuck, Mann! Krasser Scheiß! Dem steckt eine Dornkeule im Schädel. Cool!
mich wird schon... Oh, shit, Mann! Oh, fuck! Shit! Nein! Kommt der da auch durch? Lauf doch, Tab! Lauf! Oh, fuck, Mann! Scheiße, kill ihn doch! Komm schon, komm! Oh, Gott, nochmal, ey. Alter, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht abhängen. Dachte, ich kann hier einfach durch die Wand durch und er kommt nicht hinterher. Aber was mich ja gerne noch interessieren würde, ist... Welcher Weg ist jetzt richtig? Da hinten lang, das sieht so aus, als ob es da weitergehen würde. Ich würde aber vorher gerne mal gucken, ob es nicht auch hier lang geht. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Aber wo es am Ende wirklich lang geht, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.